Okay, wir sind auf Sendung. Okay. Wir sind auf Sendung. Ja, willkommen zu meinem Kanal. Heute haben wir das Thema dicke Backen. Nein, nicht dicke Backen, sondern es geht um Atmung und wie eine gute Atmung letztendlich zu einem guten Schuss führt. Kann man das so sagen? Genau. Okay. Genau so würde ich es auch sagen. Bevor wir loslegen, möchte ich auf ein freundliches Sponsoring verweisen. Und zwar der Timo Wolf vom Wolf Hotel oder auch als Archery Hotel bekannt. Ist Sponsor dieses Videos. Timo, vielen, vielen Dank. Wolf Hotel, wenn ihr Bogenschießen wollt in der Eifel, 3D, Feldparcours oder ihr wollt ein Training buchen, geht zum Wolf Hotel. Ich setze euch den Link unten in die Beschreibung. Timo Wolf ist ebenso Trainer wie mein Gast heute, Andreas Gotthardt. Hallo. Nicht nur mehrfacher weltdeutscher Europameister, sondern auch Trainer welcher? Stufe 2 der IFAA. Stufe 2 der IFAA. Genau. Das heißt, es gibt wie viele Stufen? Im Moment sind es 3 Stufen. Okay. Ja, und ich bin im Moment auf Stufe 2. Ja. Und ja, mit der Stufe 2, da kann man schon sehr, sehr viel machen. Okay. Ja, und ich denke, alle, die Interesse haben, ein Training zu absolvieren, können sich gerne bei mir melden. Ja, genau. Und vielleicht, das wäre doch eigentlich mal eine Idee, wir organisieren ein Training im Wolf Hotel, weil da haben wir ja super Location, es geht bergauf, es geht bergunter, wir haben überdachte Möglichkeiten, also es ist eigentlich alles da. Timo, wenn du das siehst, mach dir Gedanken. Wir telefonieren. Genau. Okay, aber kommen wir zum Thema heute Atmung. Dieses Thema, das wurde ich schon ein paar Mal angefragt und ja, jetzt komme ich dazu. Ich sagte in der Einleitung, eine gute Atmung oder die richtige Atmung ist entscheidend für einen guten Schuss. Andreas, warum ist das so? Warum ist das so? Viele Schützen achten einfach nicht auf ihre Atmung. Sie ziehen den Bogen aus, gehen zum Anker, aber atmen dabei weiter. Mal atmen sie aus, mal atmen sie ein. Ja. So, aber die Atmung gehört genauso zu dem normalen Ablauf des Bogenschießens oder des Schussaufbaus dazu. Und der sollte immer gleich sein. Okay. Ja. Also ich bevorzuge das Ausatmen beim Ausziehen. Genau. Wir werden jetzt vielleicht einfach mal so den Schussablauf und die Atmung runterbrechen und in Reihe setzen, damit ihr auch sehen könnt, was ihr wann beim Schussablauf macht. Mhm. Also beim Bogen ausziehen, also ausatmen. Ja, richtig. Also wenn man den, ich sag mal, oder den Schuss anfangen, an, ne? Fangen wir den an, man stellt sich erstmal vernünftig hin, sucht sich den richtigen Stand. Ja. Hat man ihn gefunden, geht man in die Vorspannung. Ja. So, in dem Moment, wo ich in der Vorspannung bin, atme ich einmal ein. Ja, das soll ich nehmen. Genau. Dann hebe ich den Bogen zum Auszug und beim Auszug atme ich langsam Bauchatmung aus. Also kein oben Brustkorb, sondern leicht flach Bauchatmung. Okay. Normal ausatmen. Ja, ich mache das so, genauso wie du das sagst. Ja. Ich atme, wenn ich den Bogen aufnehme, ein, dann beim Ausziehen aus, aber nur 2/3, damit ich immer noch ein bisschen Restluft drin habe, um meinen Schussablauf zu überleben, weil ich möchte ja nicht unbedingt Apnoe schießen, sondern ein bisschen Dauer brauche ich ja auch. Genau. Ne? Und so, und wenn man jetzt noch etwas Restsauerstoff im Körper hat, bleibt man auch ruhig. Okay. Und das ist wichtig. Ja. Ja. Man sagt auch, sobald man anfängt, etwas zitterig zu werden, sollte man den Schuss absetzen und neu aufbauen. Ja, das bringt mich darauf, ich denke, es werden viele Fragen kommen, wie lange ist das jetzt nun vom Anker, also vom Ausatmen bis zum Lösen? Mhm. Ich habe das bei mir mit dem Mantis ist X8 mal protokolliert. Das sind bei mir so 5 bis 8 Sekunden. Ja? Ich kann auch länger, ohne dass ich das Zittern anfange, aber das ist, glaube ich, auch dem persönlichen Trainingsstand geschuldet. Es ist unterschiedlich. Einmal liegt es auch ein Stück weit daran, wie viel Pfund habe ich zum Schluss noch an den Fingern, wenn ich immer am Anker stehe. Okay. Wenn ich mich groß anstrengen muss, reicht mein Sauerstoff, den ich habe, nicht ganz so lange. Ja. Ah, okay, das ist sehr, sehr interessant, finde ich jetzt. Weil
Das hieße ja, mit dem Compound habe ich weniger Pfund auf den Fingern, muss mich weniger anstrengen, kann länger im Auszug stehen, genau, länger zielen, mich auf das Ziel fokussieren, wie jetzt mit einem Recurve. Recurve oder Langbogen. Oder Langbogen, also ja, das ist sehr, sehr interessant. Genau. Deswegen vermute ich mal, meine 6 bis 8, 9 Sekunden ist für Compound okay, aber ein Blankbogener ohne Visier, also Langbogen, Recurve, die kommen mit wie viel? 4, 5 Sekunden. Okay, okay. Sollte reichen. Ja. Ja, und wenn man dann nach diesen 4, 5 Sekunden so leichtes Zittern anfängt, dann sollte man den Schuss einmal absetzen. Nicht schießen, sondern absetzen und den Schuss neu aufbauen. Ja, und einatmen dann nicht vergessen. Ja, natürlich. Ja, also, wir haben in Turnieren oder schon häufig Leute gesehen, die standen da und haben den Bogen abgesetzt und haben die Luft immer noch angehalten und der Kopf wird immer roter. Genau. Nein, aber wie gesagt, absetzen, ja, normal weiteratmen. Man muss wirklich versuchen, einen gewissen Rhythmus in, ja, die Atmung reinzubekommen. Ja. Ja, in den Schussablauf. Ja. Und das ist einfach eine Sache, die muss man einfach ein bisschen trainieren. Ja. Aber ist kein Hexenwerk. Ja. Also ich habe auch gemerkt, eine vernünftige Atmung unterstützt sehr die Körperspannung. Ja, ja. Also gerade was hier, wir sprachen vorhin von der Bauchatmung, weil meine Körperspannung hole ich mir letztendlich hier aus dem Kern, aus dem Core der Muskulatur. Ja. Andreas, hast du da einen Tipp, wie wir das unterstützen können? Ja, auf alle Fälle. In dem Moment, wenn ich ausatme, ja, durch den Mund oder Nase ausatmen und sobald ich im Anker stehe, ja, drücke ich einfach meine Zunge unter den Gaumen. Okay. Ja, dann spanne ich sofort die Muskulatur im mittleren Bereich meines Körpers, also im Bauchbereich, ja, spannt sich sofort die Muskulatur. Ich habe die gewisse Spannung, die ich brauche, ja, um sicher zu stehen und dann letztendlich den Schuss vernünftig rauszubringen. Das stimmt, ich habe es gerade ausprobiert, ihr habt es, ja, gesehen und das funktioniert sehr, sehr gut, weil, ja. Also man muss jetzt nicht hingehen und die Luft versuchen rauszupressen, ja, ganz normal ausatmen und dann einfach nur die Zunge unter den Gaumen drücken, da wird die Ausatmung direkt unterbrochen, ja, die Muskulatur im unteren Bereich spannt sich sofort an, ja, und diese Spannung reicht dann aus, ja, um einen vernünftigen oder den Schuss vernünftig rauszubringen. Ja, man muss die Spannung auch nicht übertreiben. Man muss da jetzt nicht wie bei Crunches hier voll all in gehen, nein, sondern einfach eine gute Grundspannung aufbauen, richtig, um, ja, stabil zu stehen, halt auf den, um stabilen Stand aufzubauen und Stabilität in den Oberkörper zu bringen. Genau. Super. Ja. Ich denke, das ist ein super Tipp, den kann jeder von euch ausprobieren. Ich habe es gerade gemacht, ich finde es gut. Ja. Und Andreas, Atmung, ich denke, wir haben die Grundzüge, haben wir, ne? Soweit, ja, ja. Und gibt es noch irgendwie was dazu zu sagen? Haben wir was vergessen? Nö, ne? Im Moment würde ich sagen, nein. Nein. Wenn ihr Fragen habt dazu, schreibt es unten in die Kommentare rein. Dann können wir bestimmt irgendwie was dazu noch klären. Ja. Und ja, ich denke mal, die Tipps werden wir jetzt noch beim Schießen ein bisschen umsetzen, ausprobieren. Ne? Ja, ganz genau. Okay, okay. Gehen wir los. Ne? Okay. Dann, ach ja, wenn euch das Video gefallen hat, denkt dran, lasst den Like da, sagt's weiter, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video auf dem Kanal. Alles klar. Ciao. Ciao.